Oh, unser Wirtschaftsminister findet Tesla sexy. Ja, und das, obwohl sexy ja eigentlich noch gar nicht komplett ist, weil wir haben ja erst Model S, Model 3 so zur Hälfte und Model X, aber Y fehlt noch, nicht? Also trotzdem hat das erkannt und das Ganze im Zuge einer netten Runde, wie es so schön im Text heißt. Wo halt der Wirtschaftsminister Herr Altmaier und der Vorstandschef Herbert Diess vom Volkswagen-Konzern sowie Dieter Zetsche von Daimler saßen, ja, zusammen mit dem Axel Springer-Vorstandschef Matthias Döpfer. Ja, zum Schluss einer Verlagsveranstaltung gab es dann halt noch eine Diskussionsrunde. Da ging es halt um die Zukunft der Mobilität, der E-Autos und des autonomen Fahrens. Ja, und ich blätter hier gerade mal so ein bisschen rum, weil ich kann das nicht alles aus dem Kopf. Das ist doch ein bisschen viel, was hier steht. 1,5 Stunden lang diskutierten sie in Berlin. Es wurde durchaus auch gelacht. Dann bei der vorletzten Frage Döpfners holte Altmaier auf einmal aus: Deutsche Autos sind immer sexy gewesen. Ja, das mag ja sein, ne? Also er zitiert hier halt gerade BMW, Mercedes und sogar der VW Käfer in den 60er Jahren, sagte der Minister. Und dann, ich frage mich wirklich, wann Sie, Herr Zetsche, oder Sie, Herr Diess, oder Herr Krüger von BMW in der Lage sein werden, ein Elektroauto zu bauen, das nur halb so sexy ist wie ein Tesla. Was die Attraktivität Ihrer Elektroautos betrifft, können Sie tatsächlich noch einige frische Ideen einbringen. Ja, das ist ja nicht das ganze Problem. Der Herr Altmaier mag ja recht haben. Also wobei, sexy oder nicht, wie auch immer, das mag ja Geschmackssache sein. Also, ich sag mal, ne, wenn man jetzt nach dem Aussehen geht, dann ist das halt Geschmackssache. Was aber viel wichtiger ist, und dann gibt es auch das größte oder beste Sexy-Peel nichts, weil, wenn die Möpse stimmen, aber keine da sind, ja, was soll da sexy dran sein? Ja, also nur die Fantasie von irgendwelchen bildgebenden Künstlern jetzt auf die Leinwand geschmissen oder in Tonform oder Plastik oder so irgendwo auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, das kommt in, weiß ich nicht, 2025 oder so mal auf den Markt. Man weiß ja gar nicht, ob es so kommt und sind die Dinger sexy heute vielleicht? Nicht, aber vielleicht in 7 oder 8 Jahren, wenn die Dinger auf den Markt kommen. Vielleicht sind sie dann sexy. Also auf der einen Seite Hut ab, Herr Altmaier, für diese Aussage und für diese Ohrfeige gegen die deutsche Automobilindustrie. Doch man sollte es nicht daran knüpfen, ob ein Auto sexy ist, sondern dass es überhaupt erstmal geliefert wird und dass es überhaupt verfügbar ist, dass es gebaut wird. Was nützen mir diese ganzen Autos oder das sexyste Auto in Deutschland, wenn es das nicht gibt? Also von daher, Daumen hoch für Herrn Altmaier, natürlich auch für meinen Kanal hier unten. Ihr dürft diesen Kanal übrigens auch gerne abonnieren und weiterempfehlen. Und wenn ihr da unten noch aufs Glöckchen drückt, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Und ein kurzes Statement war das jetzt von 5 Minuten oder so. Also dann, ich wünsche uns allen irgendwann mal sexy deutsche Autos. Bis die Tage. Tschüss.